Das städtische Fundbüro veräußert in einem freihändigen Verkauf 18 Fundfahrräder, ein Pocketbike und einen Roller. Die Räder können am 16. April von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der zweiten Etage des neuen Rathauses angeschaut werden. Die Veräußerung erfolgt an diejenigen, die bis zum Ablauf der Frist das höchste Gebot für das jeweilige Fahrrad abgeben. Sofern mehrere gleichlautende Höchstgebote vorliegen, erhält derjenige den Zuschlag, dessen Gebot zuerst eingegangen ist. Gebote können bis zum 23. April 2019 schriftlich in einem verschlossenen Umschlag im Ordnungsamt Neues Rathaus bei der Hauptwache 4 3904 Magdeburg abgegeben werden. Das Mindestgebot beträgt 5 Euro. Die 18 Fahrräder, das Pocketbike und der Roller werden im augenscheinlichen Zustand und unter Ausschluss jeder Gewährleistung veräußert. Zum Zustand der Funktionsfähigkeit und sonstigen Eigenschaften kann keine verbindliche Aussage getroffen werden. Fotos und weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten des Fundbüros. Das Landwirtschaftsministerium ruft zur Teilnahme am Modellprogramm Dorfgemeinschaftsladen auf. Insgesamt stehen 300.000 Euro Landesmittel für die Erweiterung bzw. Ergänzung bestehender Einrichtungen sowie für Marktanalysen und vorbereitende Konzepte für neue Dorfgemeinschaftsläden zur Verfügung. Lebensqualität im ländlichen Raum entsteht in den Dörfern, in denen Menschen sich zu Hause fühlen, sich engagieren und am sozialen Leben teilhaben können. Ein zentraler Treffpunkt, an dem alltägliche Besorgungen gemacht werden können, Menschen sich begegnen und gegenseitig unterstützen, stärkt die dörfliche Gemeinschaft und damit das Leben im ländlichen Raum. Aufgerufen sind Einrichtungen, Initiativen oder Dorfbewohnerinnen und Bewohner aus Ortschaften mit weniger als 2500 Einwohnern in Sachsen-Anhalt, die gemeinsam mit ihrer Gemeinde einen Dorfgemeinschaftsladen als lebendigen Mittelpunkt etablieren wollen. Die Bewerbungsskizzen sind bis 3. Mai 2019 einzureichen. Die Polizei sucht nach drei Männern, welche für einen Raubüberfall auf eine Tankstelle am Autobahnrasthof Marienborn verantwortlich sind. Am Donnerstagmorgen, den 14. Februar 2019, etwa 5 Uhr, betraten drei unbekannte Täter die Tankstelle des Rasthofes Marienborn. Sie begaben sich in den Kassenbereich und versuchten dort, die Kassen aufzubrechen. Als eine 58-jährige Angestellte hinzukam, wurde sie mit einem Messer am rechten Unterarm verletzt. Einer der Täter drohte ihr daraufhin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Während die Täter noch weitere Behältnisse durchsuchten, erschien ein Kunde im Verkaufsraum und die Täter flüchteten aus dem Objekt. Der Kunde informierte die Polizei und den Rettungsdienst. Die Angestellte wurde zur ambulanten Behandlung der leichten Schnittverletzung ins Klinikum Helmstedt verbracht. Wer kennt die hier abgebildeten Personen, kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Täter geben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle vorrangig auch unter der folgenden Telefonnummer 0391 546 5196 auf.